Ja, hallo, ich bin Claudia Sommer, Webmanagerin bei Greenpeace Deutschland und seit 2007 dort tätig. Meine Hauptaufgabe ist, Techniken zu eruieren und Tools bereitzustellen, damit Greenpeace gute Online-Kampagnen machen kann. Gut, herzlichen Dank für die Zeit heute. Gute Online-Kampagnen, da sind wir ja schon mitten im Thema, auch für den Petersberg. Vielleicht fangen wir an mit einem konkreten Beispiel, dass sich die Teilnehmer vorstellen können, was ist eine Online-Kampagne? Eine Online-Kampagne ist bei Greenpeace eigentlich genauso wie eine klassische Kampagne. Also man kennt das ja schon seit 30 Jahren, wie Greenpeace Kampagnen macht. Wir unterscheiden da nicht wirklich zwischen Online- und Offline-Welt, weil die Prinzipien sind genau die gleichen. Wir haben in den letzten 4 Jahren verschiedene Formen von Online-Kampagnen ausprobiert. Also einige sind ja auch durchaus bekannt, wie zum Beispiel unsere Vattenfall-Online-Kampagne oder auch die KitKat-Kampagne und aktuell ganz gerade die VW-Kampagne, die Greenpeace international fährt. Dann gehen wir doch einfach mal auf die erste oder zweite. Was ist da genau zu, was kann sich der Zuhörer da genauer darunter vorstellen? Wie sind da die Abläufe und was erfährt der Nutzer im Web dann davon? Das Internet bietet natürlich eine gute Plattform, die Bevölkerung zu informieren. Das war früher nur über die Medien möglich. Und natürlich ist es sehr interessant für Greenpeace, direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Und das war auch der Hauptgrund, warum man sich entschlossen hat, stärker ins Internet zu gehen und da auch die Kommunikation auszubauen. Also wie gesagt, wir machen das ja schon seit 4 Jahren und wir haben da eine Direktkommunikation. Und wir können da App-Busting zum Beispiel machen, wir können unsere eigenen Videos drehen, was ja früher auch mit riesigen Kosten verbunden war, eigene Filme zu drehen. Und man hatte auch keinen Publikationskanal. Heute mit dem Internet können wir jeden Tag unsere Botschaften per Video, Text, Bild an die Leute kommunizieren. Das war früher so in der Form nicht möglich. Das heißt, es geht hauptsächlich um den Spread einer Botschaft? Natürlich, da geht es bei Greenpeace immer darum, die Öffentlichkeit zu informieren. Weil wir wollen ja auch Bewusstsein schaffen für die Probleme, die es auf der Welt halt gibt. Das war vor 30 Jahren so und es ist heute genauso. Das Internet ist für uns halt ein Kommunikationskanal. Und über zum Beispiel die Produktion von Videos, die dann, also virale Videos, die dann hoffentlich möglichst viel geshared werden auf den Online-Plattformen, inzwischen baut ihr ja sogar ganze Plattformen um diese Videokampagnen herum. Genau. Am Anfang hat es gereicht, einfach nur so ein Video-Busting zu machen. Heute wollen die Leute aber mehr. Die Leute wollen stärker mit einbezogen werden in die laufende Kampagne. Und wenn ich jetzt nur ein Video auf YouTube poste, dann habe ich ja kaum eine Möglichkeit, die User mit einzubinden in die Kampagne und auch über die Zeit mit bei der Kampagne zu halten. Also dazu brauche ich dann schon, dass die Leute sich irgendwo registrieren, bei einer E-Mail-Petition oder ähnlichem mitmachen, weil dann können wir sie auch jeden Tag neu informieren, mit einbinden in die Kampagnenarbeit. Das ist ja auf YouTube in der Form so nicht möglich, wenn man das als einziges Kampagnentool benutzen würde. Okay, und dann vielleicht für die Zuhörer, die jetzt im Social Web oder im Web 2.0 noch nicht so aktiv sind und da nicht selbstverständlich alle Netzwerke kennen, was sind da die Hauptkanäle, über die ihr da benutzt und wie sind die Abläufe vom Nutzer, was kann der dann mit euren Informationen sozusagen tun? Also unsere Hauptkanäle sind natürlich unsere Homepage oder auch Microsites, die wir dann für Kampagnen bauen und Twitter und Facebook hat eine sehr, sehr große Relevanz für uns, weil wir halt festgestellt haben, die Leute, die dort sind, das sind sehr starke Kommunikatoren und sie sind auch politisch sehr, sehr interessiert und engagiert. Und natürlich wollen wir die Menschen dort als Multiplikatoren nutzen, dass sie unsere Informationen auch weiter in ihre Freundeskreise tragen. Also hauptsächlich Twitter und Facebook? Ja. Und dann über die Facebook-Likes? Zum Beispiel, es können die Likes sein, es können aber auch Facebook-Apps sein. Wir haben auch schon mal für eine Kampagne eine App entwickeln lassen. Ja, und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Weil wir natürlich versuchen, auch direkt über die Plattform Leute zu mobilisieren. Es geht also nicht nur darum, die Leute auf unsere Angebote zu holen, sondern wenn es geht, wollen wir sie auch direkt vor Ort mobilisieren. Und Apps, Stichwort Apps, also Mobile-Apps? Nee, Facebook-Apps. Facebook-Apps, okay. Weil so über eine normale Facebook-Page habe ich halt nicht viele Formen der Interaktion. Also ich kann halt dafür sorgen, dass Leute irgendwas liken können, dass sie irgendwas kommentieren können. Ich kann vielleicht eine Umfrage noch machen. Das sind ja so die Standard-Tools, die Facebook bietet. Wenn man aber die Leute tiefer gehend engagieren möchte, dann komme ich halt nicht drum herum, auch Facebook-Apps entwickeln zu lassen.
dann würde mich interessieren, wenn jetzt dieser Spread über das Web 2.0 so viel besser geht oder das einfach einer der wichtigsten neuen Wege ist, gibt es Evaluationen? Ja, also wird das ausgewertet? Und wenn ja, in was für Zahlen bewegen wir uns denn da, dass man mal so ein Gefühl bekommt für die Reichweite? Also Kampagnen werden bei uns immer evaluiert, das ist Standard. Und natürlich monitoren wir auch unsere Aktivitäten im Internet. Mhm. Zum einen, weil natürlich solche Aktionsformen kosten natürlich auch Geld. Ja. Und Kosten-Nutzen steht natürlich für eine Spendenorganisation immer mit so oberster Stelle, weil wir schon sorgsam mit den Spendengeldern umgehen. Und es ist natürlich auch entscheidend, online gewisse Reichweiten zu erzielen, um Kampagnen gewinnen zu können. Und natürlich tracken wir auch aus dem Grund, wie Kampagnen online verlaufen. Also vielleicht mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, die VW-Kampagne hat mittlerweile eine Reichweite, also diese Exposure Rates von mehreren Millionen. Also weit über 50 Millionen. International betrachtet, über Facebook und Twitter. Ja. Gibt es da eigentlich noch eine logische Unterscheidung zwischen regional oder in Bezug auf die einzelnen Länder? Oder ist dadurch, dass das Web logischerweise international ist, inzwischen auch die Ausrichtung englischsprachig und internationalisiert? Ich würde sagen, es kommt immer ein bisschen auf die Kampagne drauf an. Also Greenpeace ist ja gerade in Deutschland auch sehr lokal verwurzelt. Es wird da immer kleine regionale Kampagnen auch geben, die natürlich dann jetzt keine Internationalisierung unbedingt benötigen. Wenn wir jetzt aber Kampagnen wie zum Beispiel gegen VW oder Adidas oder Nike machen, dann ist es natürlich sinnig, das international zu machen. Und wie du auch gerade so schön gesagt hast, das Internet kennt halt keine Grenzen. Also ein Land kann da sehr, sehr schwierig gegen so einen großen Konzern den notwendigen Impact aufbauen, wenn man das jetzt nur regional betreiben würde. Okay. Und zu den allgemeinen Mechanismen nochmal. Das bedeutet, ihr stellt eine Botschaft zur Verfügung, in zum Beispiel Videoformat. Mhm. Und die Nutzer, die sich das dann anschauen, werden über den Inhalt des Videos, die Art, wie das Video gemacht ist, quasi aktiviert. Mhm. Und tragen dann selbst über die Verteilung in ihre Netzwerke wieder dazu bei, das zu multiplizieren. Richtig. So ist der grobe... Das hört sich erstmal einfach an. In der Praxis ist es aber schon recht schwierig, weil es geht da um eine emotionale Aktivierung der User. Ja. Es muss für einen User Relevanz haben, das Thema. Und diese Punkte halt zu finden, also was hat für die Leute im Web Relevanz und wie muss ich da ein Thema kommunizieren, wenn man teilweise sehr komplexe Themen, die jetzt... Ja. schwierig sind, in so ein einminütiges Video zu bringen. Das ist sehr, sehr viel kommunikative Arbeit, die da im Vorfeld geleistet werden muss, damit sein User auch dann diese Botschaft versteht, für sich antizipiert und auch weiterträgt. Greenpeace ist ja in diesem Online-Campaigning-Bereich, wenn man es so nennen will, auf jeden Fall mitführend, wenn ich wirklich die führende NGO, würde ich sagen. Habt ihr euch mal überlegt, woran das liegt? Ich denke, wir haben da einfach einen zeitlichen Vorteil. Also wie gesagt, wir haben vor 4 Jahren damit angefangen, ganz bewusst intensiver ins Internet zu gehen, das Internet intensiver für unsere Kommunikation zu nutzen. Und viele, die ich halt kenne, nutzen es halt erst seit 2 Jahren zum Beispiel oder haben vor 2 Jahren angefangen, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich denke, das ist einfach nur ein zeitlicher Vorsprung, den wir da haben. Also ich glaube, die anderen werden ganz schnell aufholen. Okay. Aufholen, denkst du auch, dass große Marken aufholen werden? Ja, klar. Also die haben ja auch ganz andere Media-Budgets zum Beispiel. Solche Budgets haben wir ja gar nicht. Ja? Es gibt ja da auch durchaus ganz, ganz positive Kommunikationsbeispiele von Adidas, was sie zum Beispiel auf YouTube machen. Da stehen aber ganz andere Budgets dahinter. Also solche Budgets hat ein NGO nicht. Also auch Greenpeace nicht, obwohl Greenpeace natürlich jetzt ein sehr großes NGO ist. Ich meine es jetzt vor allen Dingen dahingehend, dass sich wahrscheinlich ja bestimmte Marken schwerer tun mit einer transparenten bidirektionalen Kommunikation. Also zumindest hat man ja heutzutage öfter noch das Gefühl, dass es da Schwierigkeiten oder es ist einfach ungewohnt, dass es nicht mehr diese One-to-Many Kommunikation ist, sondern dass tatsächlich der Nutzer reagiert many to und many teilt. Genau. Ich glaube, das kann man ganz schön von Amir Kassai zitieren. Der hat nämlich gesagt, dass Werbung heutzutage glaubwürdig sein muss. Mhm. Das ist ein ganz neuer Anspruch von Werbung, weil Werbung musste bisher lustig, emotionalisierend, überzeichnend sein. Die Glaubwürdigkeit stand da
in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt im Mittelpunkt, würde ich mal behaupten. Da hat er ganz recht. Wenn ich heute nicht glaubwürdig bin in meiner Kommunikation oder in meiner Werbung, dann geht das ganz schnell nach hinten los für mich. Also aktuellstes Beispiel ist nicht von uns, ist ein kleines Schweizer NGO. Die haben gerade ein Nespresso-Adbusting-Video gelauncht und ja, Nespresso ist halt nicht glaubwürdig in seiner Werbung, die sie mit George Clooney machen. Ja. Und das können die natürlich ganz simpel kommunikativ angreifen, einfach mit einem Gegenvideo. Ja, vielleicht ganz kurz, weil es jetzt schon zweimal gefallen ist, ganz kurz, was ist Adbusting? Adbusting ist, okay, man nimmt eine Marke, eine Markenkommunikation oder eine Werbekampagne von einer großen Marke und dreht den Spieß sozusagen um, enttarnt die Werbelüge, die Markenlüge, ja, und zeigt dem User, dem Verbraucher die Wahrheit, die hinter dieser Marke steckt. Okay, das heißt, Glaubwürdigkeit ist die Voraussetzung für eine offenere Kommunikation im Social Web, so könnte man das sagen. Ja. Sonst gehe ich ein sehr, sehr großes Risiko ein, dass mir das um die Ohren fliegt am Ende des Tages. Wie gesagt, es braucht ja auch gar nicht mehr die riesen NGOs, es können Einzelpersonen sein, die auch so ein Video drehen, wie zum Beispiel mit seiner kleinen Flipkamera hier. Und dann habe ich schon ein Problem als großer Konzern. Weil ich habe Millionen wahrscheinlich in so einen Werbespot investiert. Ich habe nochmal x Millionen ausgegeben, um den Spot zu platzieren. Und dann kommt ein User mit einem Adbusting-Video daher und schon ist die ganze Kommunikationsleistung des Videos hinüber. Okay, dann würde ich eigentlich, oder nee, vielleicht noch ganz kurz zu einer Vision, zu einem Zukunftsausblick. Ist da bei Greenpeace oder vielleicht auch jetzt persönlich eine Idee, wo sich dieses Online-Campaigning mit neuen Tools, zukünftigen Plattformen, der weiteren technologischen Entwicklung vielleicht hinentwickeln könnte? Wie könnte so ein Szenario aussehen? Geht es wirklich hin zu einer radikalen, transparenten Many-to-Many-Kommunikation? Ist das die Vision? Das ist sicherlich meine persönliche Vision. Ich glaube aber nicht, dass wir das geschenkt bekommen werden. Das Internet löst halt gerade Hierarchien auf und verändert Machtstrukturen. Also nicht nur in der Auseinandersetzung NGO und große Konzerne, wir sehen das auf allen möglichen Ebenen. Ja. Aktuell auch die politischen Umwälzungen, zum Beispiel in der arabischen Welt. Und wenn Machtstrukturen sich verändern, dann muss auch irgendjemand, der Macht innehat, Macht abgeben, weil jemand Neues diese Macht für sich in Anspruch nimmt. Und ich glaube, da werden wir große Auseinandersetzungen drüber sehen. Denn die Grundvoraussetzung ist, dass wir ein freies Internet haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass es Institutionen geben wird, die versuchen werden, das Internet zu reglementieren. Also gerade hier in Deutschland wird das ja auch alle 3 Monate mal wieder politisch irgendwie eingefordert, man müsste das Internet in irgendeiner Form kontrollieren. Also geschenkt bekommen tun wir da, glaube ich, nichts in Zukunft. Aber natürlich ist die Vision, dass wir Transparenz haben und eine Many-to-Many-Kommunikation. Ich glaube, das wird am Ende des Tages auch so sein. Dieser Prozess ist nicht mehr umkehrbar. Freies Internet würde bedeuten, vor allen Dingen ein unkontrolliertes Internet. Ein Internet, was nicht zensiert ist, was nicht abgehört wird und wo auch Inhalte nicht verändert werden. Also zum Beispiel solche Sachen wie Deep Packet Inspection oder solche Dinge, die müssen vom Gesetzgeber verboten werden. Okay. Dann noch als letzte Frage, was kann sich jetzt der Gast auf dem Petersberg von deinen 8 Minuten erwarten? In welche Richtung wird es gehen? Die schonungslose Wahrheit wahrscheinlich, dass halt Markenkommunikation heute glaubwürdig sein muss. Das gilt übrigens auch für NGOs und für Greenpeace. Auch wir müssen da tagtäglich glaubwürdig sein in dem, was wir kommunizieren. Weil die Leute wollen heute auch mehr wissen. Also es ist nicht mehr das eine Foto, wie es vielleicht noch vor 8 Jahren gewesen ist, wo man dann vielleicht einen Leitartikel zu hat, sondern die User interessieren sich sehr, sehr für die Details. Und all diese Details, die zu einer Kampagne gehören, auch wissenschaftliche Backgrounds, die muss man auch online bereitstellen. Also der Arbeitsaufwand ist da wesentlich höher für uns geworden an der Stelle. In Ordnung. Dann freuen wir uns darauf. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und bis zum Petersberg. Danke für die Einladung.